m'appelle Brian, j'ai 28 ans. Ma spécialité, c'est la boxe anglaise. Et ça me fait plaisir d'être ici. Parce que j'ai vu que c'était une belle organisation, très bien organisée, très bien préparée. Et c'était beau à voir. J'espère qu'on va faire un beau combat, que le meilleur gagne. Der nächste Kampf ist wieder ein internationaler Kampf. Der Kämpfer aus der blauen Ecke ist 28 Jahre alt. Der bringt 75 Kilo auf die Waage. Und sein Background ist Boxen und Bare Knuckle. Der kommt aus Paris, Frankreich und das ist sein TBL-Debüt. Wir rufen in die blaue Ecke. Brian Bulldozer Brun. People seem to have a boatload. Don't you see I got the fam here? These are people that been rocking with me. Don't you ever come up out the cracks and try to tell me how to get it poppin'. Really probably pop a willy, you was poppin' zen. No sir, that ain't proper with me. Rather pop a band than a pop a cap. If you ever did my people wrong or did me dirty, you can be assured I'm not your friend. Whip the color of some pots and pans. If you were looking for someone to give you a hand, that boy, I'm not your man. No, I'm not your man and you not my girl. Let's not get too involved. Too focused on my career, now that got you too appalled. My bad, I'm sorry, baby, it's just I become too involved. I'm whipping in my own lane. Says a lot about the two of y'all. Who the star? I be really making all this money off of music, y'all. Привет на всех, я иду из Болгарии, меня зовут Ибрахим Андев, я 15 года тренируюсь в борьбе, чемпион пару раз на болгарский чемпион по борьбе, у меня есть тоже один одно соревнование на ММА и в принципе это все за меня. Вот. Долго тренируюсь, подготовлен за этот камп, каждый день тренируемся. Okay. Итак, хочу попробовать что-то новое, бокс только, бокс подраться немножко, это на меня нравится, и это просто хочу попробовать что-то новое, чем борьба. Ну, желаю на его успехом, кто будет учить, то выиграет. Und sein Gegner ist 26 Jahre alt, wiegt 75 Kilo und sein Background ist Ringen. Der kommt aus Bulgarien und das ist sein TBL-Debüt. Wir rufen in die rote Ecke. Ibrahim Magnev! Wir befinden uns. Ja. Vierter Kampf, TBL 4 in der blauen Ecke Brian Bulldozer Brunn gegen die rote Ecke Ibrahim Mantev. Okay. Keine Abtasten, gleich voll zur Sache. Ah, geht direkt los. Heftiger Schlagabtausch an den Ringseilen. Rote Ecke geht stark aggressiv nach vorne. Kämpfer aus der blauen Ecke sucht den Clinch. Blaue Ecke hört gerade auf die Ecke. Oh, starker linker Haken. Linker Haken kommt ins Ziel. Ah, der hat gut gesessen und rote Ecke beweist Übersicht, beweist Auge. Linker. Ja, der Kämpfer aus der roten Ecke scheint auch fokussierter, ein bisschen geplanter.
in seinen Aktionen. Stark heftige Einzelschläge. Ah, blaue Ecke, linker Haken geht ins Leere und gleich weiter. Jetzt wird sich kämpft aus der Blau, der kämpft Vorwärtsgang. Jab. Ja. Und Rot. So. Blaue Ecke Abwechsel mit linken Haken und rechten Haken. Wenn die Aktionen vorbereitet werden, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie ins Ziel kommen. So, es geht weiter. Schlagabtausch. So. So. Brian muss mehr machen. Beide müssen mehr machen. Ein bisschen zu verhalten. Stark angefangen. Ja. Das Gerät muss runter. Wieder guter linker Haken. Der ist eigentlich immer drinnen bisher. Starke Rechte von Ibrahim. Brian wartet ab, bis Ibrahim in die Halbdistanz kommt und schmeißt den linken Haken raus. Und den Schlagabtausch. Die blaue Ecke an den Seil. Und Rundenpause. Blaue Ecke fordert Respekt ein, moniert, dass nachgeschlagen wurde, als der Kämpfer, als Brian den Kopf schon weggedreht hat. Aber ich glaube, das ist eher aus dem Affekt passiert, das war keine Absicht, würde ich ihm nicht unterstellen. Die zweite Runde fängt auch wieder stark an, sehr hitziger Schlagabtausch, gefällige Rechte, ging aber ins Leere. Brian geht in die Doppeldeckung, taucht ab und kommt mit Haken nach vorne. Und immer wieder der linke Haken in der Vorwärtsbewegung. Starker linker Jab. Beide warten noch ab. Ich sehe die rote Ecke aggressiver nach vorne, sucht nach seinem Ziel. Permanenter Vorwärtsgang. Starker marschiert Jab. Nach vorne. Und saubere links-rechts. Es wird jetzt wieder gefährlich für den Kämpfer aus der blauen Ecke. Oh. Und er dreht sich weg. Ende, Ende, Ende. Aber er hat sich weggedreht und nach. Er muss schlagen, bis der Ringrichter dazwischen geht. Ja, ja, wenn der Kämpfer sich wegdreht, ist es auch schwer. Und blaue Ecke wirft das Handtuch. Der Kampf ist vorbei. Shout,
Es sind immer Emotionen im Spiel, aber es sind immer noch Kämpfer, die hier für euch sind. Deswegen zeigt bitte immer Respekt an beide Teams und an beide Kämpfer. Wir feiern nicht den Sieger, wir feiern immer den Kampf an sich. Nur die wenigsten hier würden sich trauen, hier im Ring zu kämpfen, im Octagon. Deswegen bitte immer Respekt an beide Kämpfer. Und dieser Kampf endet durch Sieg, durch Aufgabe und geht an die rote Ecke, Ibrahim Mandev. So, ich muss jetzt wieder übersetzen. Ibrahim, поздравляю с боем, с победой. Скажи пару слов. Спасибо на мои все, куда прошли. Спасибо на мои тренеры. Большое спасибо на всех, где тут подкрепляли меня. Люблю вас всех и моя жена люблю. Also, vielen Dank an alle, die da sind. Vielen Dank an meine Trainer, an meine Ecke. Ich liebe euch alle und ich liebe auch meine Frau. Noch was, und zwar abonniert unseren YouTube-Channel. Das ist wirklich unfassbar wichtig für uns. Ansonsten können wir nicht wachsen. Und zusammen mit euch wollen wir wirklich was ganz, ganz Großes bewirken.